Was passiert, wenn ein Alien und ein Magier ein Baby zusammenbekommen? Ich lasse sie sich erst kennenlernen und dann noch ein bisschen besser kennenlernen. Es kommt, wie es kommen sollte. Die beiden verlieben sich und er beschließt, mit ihr zusammen zurück auf ihren Heimatplaneten zu reisen. Auf die Erde. Monatelang waren die beiden unterwegs, doch sie wussten sich zu beschäftigen, sodass sich nun Nachwuchs angekündigt hat. Das Baby kommt und es scheint ein Alien-Baby zu sein, wie es aussieht und klingt. Aber bleibt das so? Schnell das Kind altern lassen, um herauszufinden, ob wir doch noch einen Hybriden haben. Hat er eventuell noch geheime Magierfähigkeiten? Nein, leider nicht. Pups normaler Alien.